Hallöchen und willkommen zurück hier bei euren Rob auf der Rotzichtel.de gegen ein Terraner. Immer noch 36 Grad fast draußen. Und wir haben es schon 16 Uhr aus. Könnte langsam mal ein bisschen kühler werden. Ich schwitze hier während der Aufnahme, aber trotzdem wird ein bisschen gedattelt, ein bisschen geübt. Und mal gucken, ach, das wird diese Map mit dieser komischen Gold. Gegen Terraner. Ich werde den Bailing Bass spielen. Auf 1,5 Base. Und dann müsste das theoretisch klappen, auch gegen den Dia-Terran. Mit dem, was kommt. So, der geht dahin. Good luck, Fun kann man noch wünschen. Und dann geht's auch schon los. Wir sparen auf den Overlord. Und gehen mit dieser Drohne gleich noch scouten. So, Overlord müsste gleich kommen. So, mehr Overlords, was kommt? Terranos zurzeit irgendwie das Mech extrem angesagt. Ich weiß nicht warum, also. In 2 vs 2 ist es extrem stark, finde ich. Aber nur, immer nur Mech, immer nur Tanks, 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 Tanks. Bäh. Das macht einfach. Was ist denn hier los? Maus, hallo? Maus? Meine Maus verabschiedet sich gerade. Ist nicht gut. Muss doch die Echse nehmen. Okay. Dann können wir hier Echsen. Mal schnell zur Drohne zurück. Wir werden jetzt hier nochmal hitten. Okay, delayed. Und wir gehen zurück nach Hause. Plan ist erfüllt. Gucken wir mal rein, ob er noch ein zweites Gas nimmt. Das wäre echt noch gut zu wissen. Ein Gas. Kann ich lange noch Gas meinen? Das wurde Gas. Das nehme ich mir mal kurz weg. Oder ihn weg. Kann ruhig anhitten, es interessiert mich eigentlich nicht. Er nimmt die Gold. Bleib aber nicht die Gold nehmen. Okay. Er nimmt die Gold, wir nehmen das Banning Bust Nest. Drücken Speed an, kann ich noch nicht. Brauchen halt noch eine Queen und noch eine Queen. Kommt ein Reaper, das ist gut zu wissen. Der Overlord kann dann hierher. Und ich würde sagen, wir drücken Speed an. Und fangen dann gleich an mit Link zu bauen. Okay. Man sieht nichts. Der hat Mule geschmissen. Da kommen noch mehr Arbeiter. Gebäude steht noch. Kommt lieber nicht zu mir. Ist auch nicht schlecht. Bailing Nest ist durch. Das heißt, wir sammeln ein bisschen Klinge. Ist jetzt tot. Vielleicht brauchen wir noch einen Overlord dazu. Overlord kommt, Speed kommt. Wir könnten mal ein Abwehrtürmchen bauen, weil ich habe wieder mal Angst vor. Natürlich wie immer der Benji. So, und ihr geht mir hier lang. Das ist der Reaper, das nicht entdeckt. Und noch ein paar mehr. Speed ist gleich durch und wir werden mal hooktacken. Wobei, wir werden erstmal noch ein bisschen drohen. So. Heilen schon Tanks. Ich hoffe mal nicht. Schauen wir mal, wo wir was reißen können damit. Okay, da steht er besser.
brauchen mehr Overlords. Das sieht gut aus. Immer mehr Länge. Das könnte eigentlich gewonnen sein. Komm, hat er nicht mehr. GG! Da würde ich sagen, haben wir doch den Terraner ein bisschen überrascht mit dem Bailing Bus. Wobei er hätte es einfach mal scouten müssen. Aber jetzt nicht gerankt, was sonst so. Dia 2 Spieler, gerade Dia 3, also 3066 MMR. So viel habe ich noch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in Endcard. Bis dahin, schaut morgen wieder ein und tschüss. Und da sind wir schon Endcard. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr uns auch morgen wieder einschaltet. Dann nichts verpassen wollt, können wir immer kostenlos unten links abonnieren. Dann vergesst nicht, diese wunderschöne Glocke anzuschalten, denn die Abo-Box ist immer noch ein bisschen defekt. Oben rechts ein Starke-Projekt, unten rechts ein Haus-Projekt. Also bis dahin, tschüss, euer Rob.